Ich glaube, ich sterbe. Meine Maske ist am Ohr hängen geblieben. Ja, okay. Ein Versuch war es wert, hä? Denn durch nichts bekommt man nun mal mehr Klicks und Follower als durch die eigene abgrundtiefe Dämlichkeit. Aber der Reihe nach, denn wahrscheinlich ploppen bei den Living Dead der Ü12-Generation gerade jede Menge Fragezeichen im mentalen Display auf. Nun, die hysterisch hyperventilierende Heulsuse mit den kaugummifarbenen Frontallappensträhnchen ist Sissy Sheridan, ein 16-jähriger Teenie-TV-Star aus den USA, die sich gerade ein drittes Ohrloch in die labberigen Lady-Lauschlappen stechen lassen wollte. Wobei allerdings versehentlich das Bändchen ihrer Visagenschutzmaske mit angetackert wurde. Gut. Eigentlich kein Drama, kann man ja durchschneiden, zum Arzt gehen oder sich mit einem scharfen Rasiermesser das Ohr abtrennen. Durch eine Runde geisteskrankes Gaga-Geflänne bekommt man damit allerdings um die 10 Millionen Zuschauer, die wiederum große Mengen Werbegelder garantieren. Wir befinden uns hier auf der gigantisch erfolgreichen Social-Media-Plattform TikTok, mit einer knappen Milliarde Nutzern derzeit die Nummer 2 direkt nach Facebook. Eine Art YouTube auf LSD für Dauerglotzer mit Aufmerksamkeitsdefizit, wo man sich auf dem Smartphone den ganzen Tag lang jeweils nur 10-sekündige Minifilmchen im ADHS-Binge-Modus in die Rübe kloppen kann. Gerade bei sehr jungen Menschen schwer angesagt und von Donald Trump wegen angeblicher chinesischer Spionagesoftware auf die Liste der bedrohten App-Arten gesetzt. Vielleicht aber auch nur, weil sie von einem Großteil der Black Lives Matter-Aktivisten für Anti-Trump-Botschaften verwendet wurde. Ja, man weiß es nicht. Egal, die meisten verstehen eh nicht, was hier passiert. Also schieß ich mir jetzt einfach mit einer Druckluftpistole einen Nagel ins Knie, lad das dann auf Fickfuck hoch und werde mit über 50 nochmal Social-Media-Weltstar. Haha, nimm das, Wendler!